Ich bitte jetzt Herrn Fachler. Kvodam Harav Rashi, Dayanim Rabbanim, geehrter Herr Innenminister, Abgeordneten des Senats, die Herren Skolbo, Herr Laude und Herr Dr. Graumann. Hier stehe ich, ein Knabe von 90 Jahren, mit meiner Schwester, die, wir waren nur zwei, die sitzt hier vorne, mit ihren zwei Söhnen hier, ich mit Kindern, Enkeln und Großeltern an diesem Ort, der einst meine Synagoge war. In dieser Synagoge, das Bild sehen Sie sehr hier, das war vom Grundstück bis zur Kuppel oben ein großer Saal mit Plätzen, wo wir unseren Platz da an der linken Seite hatten. In der Mitte der Almemo, vor dem die Tora-Rolle gelesen wurde, jeden Sabbat-Morning und an Feiertagen und auch zweimal in der Woche. Und der Vorleser dieser Tora-Rollen war mein Vater. Hier war der Schrank mit den Tora-Rollen. Hier war die Kanzel für den Rabbiner, seine Predigen zu geben. Und vorne sehen Sie dort einen hölzernen Zaun. Und da stand der Rabbiner, wenn er seine Lektüren gab. Und das war der Zaun, wo wir später im Jugendgottesdienst als Jünglinge von 13, 14 oder 15 Jahren auch Lektüren gaben am Samstagnachmittag im Jugendgottesdienst zu den anderen Mitschülern über etwas, entweder von dem Abschnitt der Woche oder, was ich gewünscht hat, ich sprach über die Spreche der Väter, Pirkei Avot, die ich selbstverständlich studieren musste, um meinen Vortrag zu halten, und die mich für mein Leben lang beeindruckten, beeinflussten und nach deren Prinzip ich probierte, mein Leben zu führen. Einer des Vorstandes, der Gabbai, das wäre derjenige, der gewöhnlich die Menschen aufruf zu ihrem Abschnitt in der Torahrolle am Schabbat, war mein Onkel Gershon Fachler. Und er rief die Leute auf zum Tora-Abschnitt, und er war einer der Schofarblaser, er war der Schofarblaser-Synagoge, der an den hauen Feiertagen den Schofarblues, diesen Schofar, das war der Schofar, den er blas. Ich komme daher später zurück. Mein erster Tag in meiner Synagoge, da war ich ungefähr 4 oder 5 Jahre alt, im Jahre 28, 29. Den Augenblick kann ich nicht vergessen, denn als mein Vater mich zum ersten Mal in die Synagoge gab,
Und unser Sitz war dort auf der linken Seite, nicht weit vom Almemmer. Und während der Oberkante Bischof Swerde seinen Lucho Daudi anfängt, wollte ich meinen Vater etwas fragen. Na, mein Vater sagte gar nichts, er sagte auch nicht so. Er sagte, und diese Faust vor den Lippen werde ich nie vergessen. Das heißt, während des Betens spricht man nicht. Ich habe seitdem nicht mehr gesprochen. Jetzt, ein paar Jahre später, komme ich 77 Jahre zurück. Am 7. November 1936 war meine Einsegnung, meine Bar Mitzwa. Gut, ich war ziemlich groß, fast so groß wie jetzt, mit 13 Jahren, stand auf dem Almemmer und las selbst den Tora-Abschnitt vor, wurde aufgerufen von meinem Onkel Gerson als mit meinem jüdischen Namen, Elazar ben David Meir oder Razael Ose ben David Meir, in dem Gesang, wie man jemanden aufruft, Ja Amot, Ja Amot. Es war beeindruckvoll. Und zu dieser Gelegenheit bekam ich ein Geschenk von meinem Onkel. Und das Geschenk war ein Becher für den Wein, mit dem man Kiddusch macht am Freitagabend und Feiertagen. Dies ist der Becher, den ich bis heute noch benutze. Der Rabbiner meiner Zeit, den ich kannte fast bis zum Ende, war Dr. Landau. Der Oberkante war Bischof Swerde. Und mit der Zeit der Verfolgung gelang es Dr. Landau auszuwandern. Der Oberkante Bischof Swerde sogar früher noch. Und der Oberkante wurde, also ein Nachfolger war ein Kantor Apfel, der später auch nach England kam. Rabbiner Landau kam nach England und dann in die Vereinigten Staaten, nach Amerika, wo er sehr wirkungsvoll war mit den Flüchtlingen aus Deutschland. Der Nachfolger Dr. Landaus war ein, sowohl Dr. Landau als auch sein Nachfolger lernten im Rabbi-Seminar der Adas in der Artilleriestraße, heute glaube ich Tucholsky-Straße in Berlin. Und dieser Rabbiner Berkowitz heiratete die Tochter eines Möbelgeschäftsmann Bickel. Und diese Familie Bickel wohnte zwei Stock über uns in der Veteranenstraße. Und das Geschäft war gegenüber, auch in der Veteranenstraße, so dass wir bekannt wurden und er wurde mein Privatlehrer. Dieser Rabbiner Berkowitz wurde einer der berühmtesten Philosophen der jüdischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, beeindruckte meine Kinder durch seine Briefe und seine Bücher. Und ich bin stolz, dass ich ihn so persönlich kannte. Zurück zum Jugendgottesdienst. Der Rabbiner Dr. Landau führte ihn ein, erst mit seinen eigenen Kindern, die zwei, drei Jahre älter waren als ich. Dann nahmen wir es in der Reihe, jeden Samstagnachmittag zu Mincha einen Vortrag zu halten über, wie ich es vorher sagte. Als ich 9,5 Jahre alt war, zogen wir um von der Verbliner Straße, alles hier um die Ecke, alles in einem Block, in die Veteranenstraße. Und da kam natürlich Januar 1933, die Macht der Nazis an die Regierung. Und dann im März, Ende März, vielleicht Anfang April, kam der Boykott. Und wir standen da am Fenster in der Veteranenstraße und sahen die SA-Männer
mit ihrem Armband, mit dem Hakenkreuz, die Schaufenster der jüdischen Geschäfte mit Farbe zu bestreichen, Jude, nicht kaufen, und den Davidstern, den Magen David auch. Und dann standen sie vor den Türen dieser Geschäfte, um die Kunden zu verhindern, dort etwas zu kaufen. Das war das erste Mal, dass wir sahen, dass Juden unterdrückt wurden, indem die Polizisten dort standen und nicht eingrafen. Das war der Bekott, das erste Zeichen, was einmal werden wird. Zu dieser Zeit, ich war ungefähr 9,5 Jahre alt, aber ich hatte große Ohren und ich hörte zu allem zu. Und was waren die Gespräche zwischen ihnen? Ach, das wird nicht lange halten. Das deutsche Volk wird das nicht zulassen. Die Bevölkerung ist viel zu zivilisiert, viel zu großzügig, um so eine enge Judenhass auf die Dauer zu erlauben. Leider haben wir uns alle darüber geirrt, aber das hörte ich in der Unterhaltung. Wie die Zeit verging und es ernster und ernster wurde, die Nürnberger Gesetze von 1934 und Juden aus den Berufen ausgeschritten wurden, die ökonomische Lage, finanzielle Lage schwerer und schwerer wurde, dann kam es in 1938 am 12. März der Anschluss. Einkehr der Wehrmacht in Österreich, die Grenze wurde aufgehoben. Das war an einem Samstag, einem Sonnabend. Freitag danach, am Freitagabend, kamen zwei Fremde, es können Brüder gewesen sein, in meine Synagoge, in diese Synagoge, mit zwei Brieftaschen und beteten mit uns. Und wie es bei uns üblich war, mein Vater ging zu ihnen und sagte, woher seid ihr? Habt ihr irgendwo zu essen heute Abend? Seid ihr eingeladen? Und sie haben gesagt, nein, wir sind nicht eingeladen, also kommt zu uns. Als sie zu uns kamen zum Abendessen, fragten sie, können wir bitte hier übernachten? Es stellte sich heraus, das waren zwei Flüchtlinge aus Wien, die politisch aktiv waren gegen die Nazis in Österreich und wussten, dass sie oben auf der Liste der Gestapo standen. Und sie, wie die Reichswehr ins Land kam, tauchten sie unter und flüchteten von Wien nach Berlin. Während der Nacht, als sie bei uns übernachten, ging meine Mutter fast stündlich zum Fenster, um zu sehen, ob da nicht unten Gestapo standen, um raufzukommen, zu sehen, wo die sich versteckt hätten. Es war keine Gestapo da, es kam niemand darauf und am nächsten Morgen fuhren sie weiter mit ihren Aktentaschen, in denen sie wertvolle Briefmarkensammlungen hatten, mit denen sie hofften, ins Ausland zu kommen. Das war mit den Flüchtlingen aus Österreich, nach meiner Bar Mitzwa. Am 27. Oktober 1938 wurde ich 15 Jahre alt. Wie das gefeiert wurde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass in der Nacht vom 27. zum 28. Oktober 1938 wachte mich meine Mutter am Morgen auf und sagte mir, mein Vater sei verhaftet worden, zum Revier genommen hier in der Brunnenstraße. Dort wurde der Transport in einen Sammeltransport genommen und von dort nach Polen verschoben. Und die Polacken wollten die Juden nicht reinnehmen. Und da wurde ein Flüchtlingslager gebildet in Spongin, das nannten wir Neubenschen. Und da
blieb mein Vater viele Monate bis zum Vertrag zwischen Polen und Deutschland, als er wieder zurückkommen konnte im April. Also blieben meine Mutter, meine Schwester und ich allein zu Hause. So wie ich hörte, so wie wir hörten, dass mein Vater verhaftet wurde als Polack, als polnischer Jude und verschoben wurde, war die Gefahr, dass ich als 15-Jähriger auch irgendwie auf der Straße aufgenommen würde oder dass die Gestapo wieder zurückkommen würde, die Polizei zurückkommen würde, um mich zu verhaften. So bin ich schnell aus dem Haus, ging nicht in die Schule, sondern ging zu meinem Onkel gegenüber, die keinen polnischen Pass hatten. Und versteckte mich für ein, zwei Tage, bis die Lage sich beruhigte und wir wussten, die Polenaktion war vorbei. Dann ging ich nach Hause. 10 Tage später kam der 9. November 1938. Ein gewöhnlicher Tag, ich war in der Schule, kam zurück. Leider die Zeit erlaubt nicht, von meiner Schulzeit zu sprechen, so muss ich das überblicken. Und wir gingen schlafen, wie gewöhnlich. Und dann, ob wir schon eingeschlafen waren oder nicht, erinnere ich mich nicht. Aber mit einmal hörten wir Geräusche im Hof. Da wohnten wir schon seit 2 Jahren fast hier in der Brunnenstraße 33. Von der Petranstraße sind wir umgezogen. Im ersten Stock, gegenüber der Synagoge, aus dem Fenster sahen wir das Tor, die Tür der Synagoge, des Tempels. Und das war unsere Synagoge, unser Tempel, mein ganzes Leben bis dahin. Ich ging in keine andere Synagoge, weder mein Vater noch ich. Er war der Vorleser der Torarollen, mein Onkel war der Gabbai, war im Vorstand. Das war meine Synagoge. Dann hörten wir die Geräusche im Hof. Geräusche? Wir gingen ans Fenster und sahen eine Gruppe von SA-Leuten hin und zurück gehend, mit sich sprechend oder schreien. Das Tor war offen, die Synagoge war offen, beleuchtet. Und dann hörten wir andere Geräusche. Geräusche der Zerstörung, der Zertrümmerung, des Brechen von Holz, von Metall, der Leuchte und das Zerbrechen des Glases. Die Fenster wurden zerbrochen. Verbrannt wurde nichts. Denn hätte man angefangen, das zu verbrennen, dann wären alle die Wohnungen um die Synagoge hier davon betroffen. Also verbrannt wurde hier nichts, aber vollständig zerstört. Die Torarollen wurden rausgenommen, aufgehoben und das Silber, die Krone auf den Torarollen, die Schilder vor den Torarollen und die Zeichen, mit denen man las, die wurden gestohlen, die waren nicht mehr da. Woher weiß ich das? Am nächsten Morgen ging mein Onkel Gershon sehen, was sich da tut. Und da sah er die Zerstörung und es gelang ihm, 2 oder 3 Torarollen, die nicht zerrissen waren, noch mit ihren Mänteln zu retten, nach Hause zu nehmen und 2, 3 Wochen später auf seiner Flucht nach Belgien mitzunehmen. Diese 2 Torarollen habe ich geerbt. Eine ist bei meinem Enkel, bei meinem Sohn in Jerusalem. Und eine andere bei meinem Enkel in Modi'in. Zurück zur Kristallnacht. Ich will nicht, Reichspogromnacht. Kristallnacht, Göring nannte das Kristallnacht. Also hören wir diese Geräusche. Wir haben uns sofort zurückgezogen, die Gardinen zugemacht, um nicht gesehen zu werden. Und standen da und warteten, was da sein wird. Also die waren fertig mit der Zerstörung, mit der Zertrümmerung und fingen an rauszugehen, aus dem Hof nach Hause zu gehen. Gut, mit einem Mal hören wir, meine Mutter, meine Schwester und ich, eine Stimme, eine laute Stimme, halb betrunken.
Sind da oben noch Juden am Leben? Sind da oben noch Juden am Leben? Ich erstarrte. Ich begann zu zittern. Ich konnte mich nicht bewegen. Das war das erste und letzte Mal, da fühlte ich eine Todesangst. Sind da oben noch Juden am Leben? Ich stand da erstarrt, konnte mich nicht bewegen. Aber Gott sei Dank, niemand hat was gesagt, keiner von den Mitbewohnern. Die anderen von der Abteilung haben keine Notiz davon genommen und alle gingen raus. Wartete noch ein, zwei Minuten, als es klar war, dass niemand raufkam, um zu sehen, ob Juden dann noch am Leben sind. Langsam wieder zu mir gekommen und fühlte mich wieder als Herr im Hause mit meiner Mutter und meiner Schwester, denn mein Vater war bereits in Spongin. Und ich nahm dann wieder meine Verantwortung auf und fühlte mich und verhältte mich als Herr im Hause. Das war meine Kristallnacht. Um zu schließen, was sind meine Gedanken und meine Gefühle heute? Damit schließe ich. Meine Gedanken sind nach einer schönen Kindheit bis 32. Eine Erziehung in der Hadass-Schule vom ersten bis zum letzten Tag. Und meine Synagoge, meine Bezion-Synagoge, wie sie einmal war, zerstört, aufgehört mit dem 9. November 1938. Und jetzt, eine Anstalt, eine Institution, nicht nur eine Synagoge, nicht mehr wie sie war, aber trotzdem eine Synagoge, eine volle Synagoge, ein Kindergarten, eine Schule, eine talmudische Hochschule, Yeshiva, und am Gipfel ein Rabbinerseminar, für den wir den Herrschaften hier sehr dankbar sind, das Hildesheimer Seminar, das ich noch als Junge kannte in der Artilleriestraße. Das ist für mich selbstverständlich ein Wunder. Was sind meine Gefühle? Meine Gefühle sind die Dankbarkeit, dass der liebe Gott mich erhalten hat, diesen Augenblick zu erleben, dass ich sehe, wie das Schicksal und die Geschichte eines Einzelnen mit der Geschichte und dem Schicksal einer Gemeinde so parallel ging und ich heute hier stehe, um diesen Augenblick zu erleben. Ich möchte daher schließen, wie es üblich ist in jüdischen Kreisen, mit einem Lob-Segensspruch, der gewöhnlich bei solcher Gelegenheit gesagt wird, an Feiertagen und so weiter. Und zu Ehren des Ortes hier benutze ich die alte hebräische Aussprache. Baruch atu Adonai, Eloheinu melechu olam, shehechayonu vekiemonu, vigionu lazman hazeh. Auf Deutsch übersetzt heißt es, gelobt seist du ewiger unser Gott, Leiter des Weltalls, der uns hat erhalten, diesen Augenblick, diesen Zeitpunkt zu erleben. Dankeschön. Und mit dem möchte ich meinen Enkel bitten, den Schofar zu blasen, den mein Onkel gerettet hatte. Ich danke Ihnen.
Kehl mal rechamin.